Hallo Leute, ich bin Unwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, von World of Tanks, Tanks Academy. Ja Leute, ich möchte heute euch etwas zeigen, was eigentlich noch nie da gewesen ist auf meinem Kanal. Erstens, ich vergleiche heute ein Fahrzeug mit dem gleichen Namen. Ja, mit dem gleichen Namen, gleiche Nation. Zweitens, es werden drei Fahrzeuge sein, Freunde. Und drittens, einer von diesen Fahrzeugen wird ein Level kleiner sein. Warum, werde ich euch jetzt erklären. Freunde, ihr habt es schon bestimmt erraten, Freunde, um welchen Panzer es geht. Es geht um Stuck. Es gibt drei Stucks bei uns in World of Tanks, ja. Einer davon ist der Stuck, der vor euch steht, das ist für die Aufträge. Und zwei anderen Stucks sind Stuck 3G und Stuck 3B. Ich möchte die drei vergleichen, weil ich mal etwas gehört habe. Und zwar, Freunde, ich habe mal gehört, bevor ich diesen Stuck hatte, dass dieser Stuck genauso wie die zwei sind, die einfach zum Durchgehen sind. Und ich habe mir überlegt, ja, lassen wir uns mal vergleichen, die drei. Denn, Freunde, wenn es wirklich so ist, dann öffnet mir sich die Frage, brauchen wir diesen Stuck eigentlich? Ja, diesem Stuck, die wir Aufträge lösen müssen. Es ist nicht so, dass wir ein Geschenk bekommen. Es muss ja Aufträge gemacht werden, es verliert man Zeit daran, Nerven, sehr viele Nerven, und die Frage daran, Freunde, ja, braucht man denn? Und ich habe mir gedacht okay, dann vergleichen wir eben diese drei Stucks. Also, Bühne frei für Stuck 4, Stuck 3G und Stuck 3B. Warum denn die 4er? Denn, Freunde, ich möchte alle Stucks in unserem Spiel vergleichen. Außerdem, Freunde, ich werde etwas tun am Ende, also ich werde es zweimal vergleichen. Warum? Ich werde euch mal erklären. Dieser Stuck, der jetzt vor euch ist, der Stuck 3G, der besitzt eine Tier 6er Gun. Und dieser Tier 6er Gun, Freunde, die habe ich nicht drin. Ich habe eine Tier 5er Gun eingestellt, die Gun, die eigentlich top bei dieser Panzer ist. Und was ist jetzt rausgekommen ist, werden wir jetzt sehen. Also, Feuerkraft 139, 121, 121. Ja, der Stuck 4, ja, ist besser, um 18. Ja, dann, wir haben gleiche Schaden, je Schuss. Ja, mittlerer Schaden, je Schuss. Wir haben mittlere Durchschlagskraft, gleiche, wenn wir aber hier 5er Gun bei dem haben. Dann, Freunde, wir gucken jetzt Feuerrechtsgeschwindigkeit, 17,3. Die anderen Stucks, die machen 16,05, um 1,25, ja, schlimmer. Dann Nachladezeit, Freunde, wir haben 3,47, die anderen haben 3,74, um 0,72, schlechter. Dann, Freunde, Waffenrechtsgeschwindigkeit 46,93, 45,89, um 1,04 sind andere Stucks, ja, schlechter. Dann Hörrichtbereich des Geschützes minus 6 plus 20 minus 10. Also, ihr seht hier, der Stuck 3G ist
minus 10 plus 20. Und einer ist minus 6. Also der Stufe 3b sind genauso wie wir, nur die mittlere Stufe G ist besser. Seitenrechtsbereich, also wie wir die Schwenkungskanone seitlich haben, haben wir gleich. Dann, Freunde, gehen wir weiter. Bevor wir jetzt weitere Zahlen, werde ich euch sagen, bevor ich sage weitere Zahlen, die Stück sind mit 100% Besatzung. Ich habe da 100% Besatzung eingestellt bei allen. Das bedeutet, Freunde, gehen wir weiter. Zählerfassung. 1,5. Die anderen 1,63, 1,63. Sagen wir um 0,13 schlimmer. Streuung auf 100 Meter, Freunde. 0,33, 0,35. Um 0,02 schlechter. Mittlerer Schaden je Minute, Freunde. Wir machen 1903 und die anderen zwei machen 1765. Beide. Dann Panzerung, Freunde. 20, 23, 14. Also der Stuck 3G ist bei 23 besser als unserer. Aber wir gucken bei Struktur 360, 350, 260. Okay, bei diesem Tank habe ich verstanden, der ist ein Tierstufe runter, also Tier 4er. 260, aber der Stuck 3G ist genauso wie unser Stuck 4, Tier 5er, und hat 10 HP weniger. So, jetzt gucken wir bei den Panzerung, Freunde. Wannenpanzerung 80, 30, 20. Ja, Freunde. Merke 80 vorne, 30 seitlich und 20 hinten. Wir verlieren 80, 30, 50 den Stuck 3G und sogar wir sehen hier hinten Stuck 3B hat mehr hinten als wir. Nur der Tier 4er Stuck hat vorne viel weniger als wir. Ihr seht hier ganz genauere Zahlen. Jetzt Turmpanzerung, ja, haben wir gar keinen Turm, deswegen gehen wir weiter, Freunde. Und zwar hier bei Beweglichkeit, leere Hochgeschwindigkeit. Ihr seht hier 25,9, 27,8. Und ihr seht hier ganz genauere Zahlen, 25, 23,34 und 25,69. 22,74, 26,5. Motorleistung, Freunde, und wir sind hier schon bei Motorleistung 300. Der Stuck 3G hat 440, genauso wie Stuck 3B 440. Unsere Motorleistung hier um 140 weniger. Leistunggewicht 11,58 18,58 19,35, um 7,27 sind wir schwächer als der andere Tier 5er Stuck 3G und um 7,77 als Stuck 3B. So, wir gehen weiter. Hochrechtgeschwindigkeit vorwärts, rückwärts, Freunde. Wir sehen hier 38 nach vorne, 10 nach hinten.
Sie sehen hier 40 nach vorne. Um genau 2 sind wir langsamer als unsere Stuck 3G. Aber rückwärts fahren wir gleich 10er. Dann wenden Drehgeschwindigkeit, Freunde. Wir sehen es hier 49,64 gegen 49,02. Um 0,62 und um 0,79. Um 7,92 sind wir hier schneller. Denn unsere T4er 41,72. Dann, Freunde, Tarnung. Denn das hier ist hier nicht angezeichnet. Tarnung 347, 364 und 385. Also, wir sehen, per Tarnung ist unser T4er am besten. Ja? Dann, wir gehen hier, Freunde, Tarnung der unbeweglichen Fahrzeuge. 20,86 und 5,15. Der ist hier 21,89, 5,41 und am besten 23,14 und 5,72 gewinnt unser Stuck 4B. Dann Tarnung des sich beweglichen Fahrzeugs 12,54 und 3,1. Wir sehen es hier 13,11 und 3,24. 13,91 und 3,44. Verliert schon wieder gegen einen T4er. So, jetzt Aufklärung, Freunde. Aufklärung 399, 383 und 383. Hier ist unser Auftrag Jagdpanzer sozusagen um 16 besser als seine Gebrüder hier. Dann Sichtweite, Freunde. Wir haben 317. Die anderen haben 310. Um 7 besser. Ja, ihr seht, um 7 haben wir besser. Funkreichweite genauso. Ja, wir haben Funkreichweite 661. Die anderen 433 und 332. Wir sind besser um die anderen T5er 228 und ein T4er 338. So, Freunde, ihr habt gesehen, es gibt Momente, wo es wirklich unser Panzer besser ist, also er wurde wirklich verbessert, aber es gibt auch Momente, wo sogar ein T4er besser ist als dieser Tank. Als unser Auftrag-Ding. Jetzt gehen wir zum Konfigurieren und ich konfiguriere mal unseren Stuck 3G zu Top Gun. Wird zwar unfair sein, das ist ein Tier 6er, aber vergleichen ist vergleichen. Jetzt will ich hier mal gucken, was passiert, wenn der mit Top Gun aufgerüstet ist. Ist er denn besser? So, dann fangen wir mal an. Feuerkraft 139 gegen 192 und 121. Dann mittlerer Schaden. Ihr seht hier, wir verlieren überall. Freunde, mittlerer Durchschlagskraft. Der andere T5er Stuck 3G ist besser. Nur halt bei Feuerrechtgeschwindigkeit 13,91 gegen 17,3. Ja, sogar mit Top Gun verliert der bei Feuerrechtgeschwindigkeit. Bei Waffenrichtgeschwindigkeit sind wir um 1,4 besser.
auch wenn er mit Top Gun ist. Freunde, gibt Momente, wo wir einfach besser sind. Nur zum Beispiel höhere Geschwindigkeit des Geschützes. Hörrichtbereich ist der jetzt gewachsen. 27, 26. Ja, ihr seht hier. Dann hier zum Beispiel ist der jetzt gewachsen. 10, 10, 15, 15. Freunde. Mit seiner Top Gun. Es gibt Momente, wenn man den Top ausrüstet, ist er besser als unser Auftragstück. Ja, ihr seht hier, wie die Zahlen sich gleich verändert haben. Streuung zum Beispiel. 0,33, 0,32. Aber, Freunde, mittlerer Schaden je Minute, Freunde, ihr seht, mit seiner Top Gun erreicht er nicht unsere 1903. Ja, Freunde, dann Streuung haben wir hier, habe ich euch gezeigt. Dann, Freunde, Zielerfassungszeit, genauso. Mit seiner Top Gun erreicht er unsere zum Beispiel Zielerfassung nicht. 1,5. Also wir zielen so schnell mit unserem, sagen wir, Auftragjagdpanzer, ja. Und unser mittlerer Schaden ist immer noch höher als seiner, als den Stück 3G. Ja, bei der Struktur hat sich auch nichts verändert. Panzerung genauso, aber bei der Restgeschwindigkeit wollte ich euch mal zeigen, ja. Ihr habt gesehen, auch mit dem Top Gun, vielleicht hat er bei Durchschlagskraft, bei Schaden was verändert. Aber es gibt Momente, wo der Auftragtank, also wo der Stück 4 besser ist als der Stück 3G. Und der hat hier 6er Gang. Jetzt möchte ich euch etwas zeigen, beziehungsweise etwas noch erklären am Ende. Und zwar, Freunde, ich möchte euch erklären, warum ich diese Folge überhaupt gemacht habe. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe gehört, dass der eigentlich gleich ist mit anderen Stucks. Ja, dass man den vergleicht hat und hat gesagt, ja. Das ist der gleiche Stück, was wir normalerweise sich holen können und Spaß haben können. Ihr habt aber jetzt gesehen, ich habe absichtlich die drei mit Anfangskanone Tier 5er gestellt, damit ihr zu sehen bekommt. Das ist nicht der gleiche Ding, Freunde. Es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo dieser Panzer ein bisschen besser gemacht wurde, also besser dargestellt wurde, zum Beispiel bei der Panzerung vorne. Ob der wirklich, ja, wirklich wert war, dem freizuspielen, mit dem zu spielen, kann ich euch so beantworten, Freunde. Ich liebe diesen Jagdpanzer, weil weil der Spaß macht, ja, weil zum Beispiel ich dazu diese Frauen da bekommen habe und die Besatzung mit ja schon dritte Fertigkeit ausgerüstet ist. Aber abgesehen davon, Freunde, ich würde ihm nicht brauchen. Ja, ich habe meinen dicken Max, da hätte ich meine Besatzung hinschmeißen können und dem Level. Der verdient nicht wie ein Premium-Tank. Warum habe ich den? Und warum finde ich, dass er eigentlich recht gut ist? Also, ich werde euch in Kürzen ein Match zeigen bei normalen World of Tanks mit dem, wo ich mit dem etwas versucht habe zu machen.
Ich werde auch erklären, was. Nur kurz gesagt, mit diesem Jagdpanzer kann man Spaß haben, wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel erstens die Besatzung leveln kann, oder ja, wenn man den dicken Max nicht hat, wenn man solche Matches haben will wie diese Jagdpanzer hier und sagen will, ja, ich habe keine Lust auf Tier 7er. Und ist froh, wenn er fast immer in Top ist. Auch wenn er in Tier 6er ist, kommt er mit seinen Durchschlagskraft gut durch. Wenn man ja Zeit hat, den frei zu spielen. Ansonsten muss ich sagen, wenn auch, ihr habt gesehen, also ihr habt gesehen, der ist in manchen Sachen nicht wie der anderen Stux. Der ist anders. Und der wird auch anders gespielt. Ja, also was ich meine, zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Top-Tier 5er seid, braucht ihr kaum Angst zu haben und könnt rausfahren mit eurer 80 Panzerung. Gegen Tier 3er braucht ihr da wenig Angst haben, dass er jetzt, wenn ihr schräg steht, durchkommt. Aber was ich meine ist auch, dass er recht praktisch ist für diejenigen, die Stuck 5 durch haben. Ja, die wissen, wie man mit Stuck zu spielen hat. Also Stuck 5 meine ich, dieser Tier 5er Stuck. Weil die spielen sich so gleichermaßen gleich. Ja? Was kann ich noch sagen? Also, brauchen dem würde ich nie sagen, dass ich ihn jetzt wie verrückt freigespielt habe, weil ich ihn gebraucht habe. Weil, wie gesagt, also, dicker Max, der reicht mir vollkommen. Der farmt auch. Wenn dieser Tank, wenn dieser Jagdpanzer hier, der farmt, ja, wie ein ganz normaler T5er, kann man gut damit leben, aber nicht wie ein Premium-Tank, ja. Besatzung farmen habe ich dicke Marks auch. Warum habe ich denn den freigespielt? Weil ich den eigentlich ausprobieren wollte. Weil ich, wie gesagt, gehört habe, dass er genauso wie ein anderer T5er Stuck ist. Und ich muss euch sagen, Freunde, als ich den ersten Match gespielt habe, habe ich mit dem 5 Kills gehabt. Ohne aufzunehmen, ich wollte ihn einfach ausprobieren. Und war im Top und habe gleich mit dem 5 Kills abgeschossen. Habe auch einen guten Match geliefert. Und warum spiele ich denn nicht so oft mit dem? Weil, wie gesagt, also, dem habe ich down fertig. Also, der steht bei mir und fertig. Also dem habe ich freigespielt. Was heißt das für mich persönlich? Ja, ich habe einen Auftrag erledigt. Fertig. Brauchen tut man dem nicht so. Also außer man hat keinen dicken Max oder einen anderen Premium-Jagdpanzer von den Deutschen. Ansonsten brauchen? Nein. Macht der Spaß? Ja. Der macht Spaß. Für mich persönlich ja, der macht Spaß, besonders wenn man den Tarnnetz da drauf macht. Ich habe gar nicht dem aufgemotzt, man könnte ihm Ladder noch reinballern und alle anderen schönen Sachen hier reinballern, also Tarnungsmäßiges was reinschieben und dann wird er eine Killermaschine. Das ist eine Killermaschine, also mit seiner 110 Durchschlag bei Tier 5er. Der kommt überall durch. Also ich habe ihn einfach für Spaß. Ich habe ihn einfach dastehen für solche Zeiten wie zum Beispiel, wenn ich keine Lust habe, gegen höhere Leveln zu kämpfen. Wenn ich zum Beispiel Lust habe, mit solchen Panzer zu spielen, wo nur in Tier 5er oder Tier 6er kommen. Das ist genauso ein Panzer wie mein Valentine 2. Sagen wir so, ein Spaßding, der einfach bei mir steht, um
einfach lockere Mädchen zu haben. Sozusagen. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, stellt mir Daumen hoch, kommentiert. Sagt mir, was ihr über diesen Trend denkt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und eure Lone Wolf. Haut rein, Freunde. Viel Spaß noch. Tschüss.